Nachdem Ram Truck, die US-Nutzfahrzeugtochter des Stellantis-Konzerns, im Februar das Seriendesign ihres elektrischen Pickups enthüllt hat, folgen nun die technischen Details. Bestätigt wird in diesem Kontext, dass der Ram 1500 REV auf der neuen Stellantis-Plattform STLA Frame basiert. Er kommt mit riesen Batterie und einer Menge Anhängelast. Alles, was man aktuell zum elektrischen Ram Pickup Truck wissen muss, seht ihr jetzt hier auf Project Drive. Ram Trucks, die Nutzfahrzeugsparte von Dodge, hat als letzter der drei großen US-Hersteller von Pickups ein künftiges Modell mit Elektroantrieb vorgestellt. Damit fährt Ram der Konkurrenz ein bisschen hinterher. Ford hat den F-150 als Lightning schon als Serienmodell im Programm, Chevrolet präsentierte den Elektro-Silverado bereits auf der letzten CES 2022 und will noch in diesem Frühjahr mit den Auslieferungen beginnen. Auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas im Januar 2023 hatte Ram Trucks unter der Bezeichnung Ram 1500 Revolution BEV ein Konzeptcar vorgestellt und damit einen angeblichen Ausblick auf den kommenden Elektro-Truck abgeliefert. Das Konzeptauto unterschied sich optisch stark vom Standard Ram Pickup, kam allerdings nicht so extrem futuristisch daher wie etwa der Tesla Cybertruck. Am 12. Februar 2023 wurde nun die Serienversion vorgestellt, zumindest optisch. Und die ist im Vergleich zum ursprünglichen Konzept doch eher lahm, weil letztlich eigentlich nur ein ganz normaler Ram 1500 mit anderen Lichtern. Aber werfen wir doch mal einen genaueren Blick auf Rams ersten Elektro-Pickup. Beim Design übernimmt der E-Pickup, wie bereits bei der ersten Präsentation im Februar gesehen, viel von seinen Verbrennerbrüdern. Darunter die muskulösen Karosserielinien und Radhäuser, die charakteristische Stimmgabel-Lichtgrafik für die LED-Scheinwerfer und das beleuchtete Ram-Logo. Neu gestaltet ist hingegen unter anderem die Fronthaube, die mit ihrer Form das vordere Kofferraumvolumen auf 425 Liter bringt. Der Ladeanschluss befindet sich im vorderen linken Seitenteil. Der Innenraum wartet mit Materialien wie Carbonfaser, Metall und Leder auf. Im Cockpit finden ein 14,5 Zoll großer Touchscreen und ein digitales Kombi-Instrument mit 12,3 Zoll Platz, ergänzt um einen Beifahrerbildschirm in 10,25 Zoll, einen digitalen Rückspiegel, ein Head-Up-Display und ein Audiosystem der Marke Klipsch. Weitere Features sind unter anderem ein elektronischer Gangwahl-Drehschalter mit 9 Tasten für den Eco-Modus, die Hinterachssperre, die Bergabfahrkontrolle und zum Öffnen und Schließen des vorderen Kofferraums, neue Rekuperationstasten, ein neu gestalteter Startknopf, ein runder Druckschalter für die Anhängersteuerung und eine Zubehörschalterbank. Der Elektro-Ram wird in 5 Ausstattungsvarianten namens Tradesman, Bighorn Lone Star, Laramie, Limited und Tungsten vorfahren. Die Tungsten-Variante ist die Top-Ausstattung. Tungsten-Modelle verfügen unter anderem über eine innovative elektrisch betriebene Heckklappe und Extras wie Sonnenblenden mit Wildlederbezug oder beheizte und belüftete Premium-Ledersitze mit 24-facher elektrischer Verstellbarkeit und Massagefunktion. Die DeSoni IQ ist die erste Premium-Ladestation im Privatbereich. Sie kommt mit PV-Überschussladen, Dienstwagenabrechnung und vor allem gebautem MED-Stromzähler. Zusätzlich kann man die Wallbox über Over-the-Air-Updates auf dem Laufenden halten und sie, dank integrierter farblich anpassbarer LEDs, als Lichtquelle nutzen. Wenn ihr mehr über die Wallbox von DeSoni wissen wollt, dann könnt ihr euch zuerst mal mein detaillierteres Video dazu ansehen, welches ihr hier oben rechts im Video findet. Mit dem Link in der Beschreibungsbox könnt ihr dann bei eautos.de vorbeischauen und die DeSoni IQ auch bestellen. Und mit dem Code PROJECTDRIVE spart ihr euch beim Checkout nochmal 150 Euro. Also viel Spaß mit der DeSoni IQ und weiter geht's! Der elektrische Ram verfügt über je ein E-Antriebsmodul mit 250 kW Leistung an der Vorder- und Hinterachse. Insgesamt können 481 kW oder 654 PS Leistung abgerufen werden. Angeboten werden 2 Batterieoptionen. Entweder ein Akku mit 168 Kilowattstunden Kapazität für eine angestrebte Reichweite von bis zu 560 Kilometern oder ein Batteriepaket mit 229 Kilowattstunden für bis zu 800 Kilometer Reichweite. Vorerst aber nur in Nordamerika. Die Batterien sind bei der Plattform STLA Frame direkt in den Rahmen mit aufgesetzter Karosserie integriert. Dazu ist der Stahlrahmen in der Mitte breiter, um das Batteriepaket effizient und von der umgebenden Rahmenstruktur geschützt unterzubringen.
So auch beim 1500 REV. In beiden Batteriekonfigurationen kann das Fahrzeug in etwa 10 Minuten Ladezeit bis zu 177 km Reichweite hinzufügen. Die DC-Ladeleistung soll dank 800 Volt Bordsystem bei bis zu 350 kW liegen. Zur AC-Ladeleistung macht der Hersteller noch keine Angaben. Sicher ist aber, dass der E-Pickup von Ram bidirektionales Laden beherrschen wird und über zwei V2L-Anschlüsse verfügen wird. Einen auf der Ladefläche mit bis zu 7,2 kW und einen im vorderen Kofferraum mit bis zu 3,6 kW. Zu den weiteren Leistungsdaten gehören eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 4,4 Sekunden, 840 Newtonmeter Drehmoment, bis zu 60 cm Wattiefe, eine Anhängelast von bis zu 6.350 kg und eine maximale Nutzlast von bis zu 1.225 kg. Dank eines durchgehenden Luftleitpanels am Unterboden beläuft sich der Luftwiderstandsbeiwert auf 0,34. Zum Antrieb selbst präzisiert der Hersteller, dass die zwei 250 kW Elektroantriebsmodule je den Motor, Getriebe und Wechselrichter mit dem Vierradantrieb kombinieren. Das EDM an der Vorderachse kann dank automatischem Radfreilauf die Vorderräder unter bestimmten Bedingungen antriebslos laufen lassen. Das zweite EDM treibt die Räder der Hinterachse an, für die ein elektronisch sperrbares Hinterachsdifferential erhältlich ist. Als weitere Merkmale nennt Stellantis eine Mehrlenker-Einzelradführung hinten mit aktiver Luftfederung sowie eine adaptive Dämpfung an jedem Rad. Die Luftfederung unterstützt 5 Modi: Einstieg, Ausstieg, Aero, Normal, Offroad 1 und Offroad 2. Die dazugehörigen Aluminiumräder kommen auf 22 Zoll, auch erhältlich in 20 Zoll. Zu den autonomen Fahrzeugfunktionen gehören ein aktiver Fahrassistent und das automatische Einparksystem ParkSense. Zum genauen Launchtermin äußert Stellantis sich noch nicht konkret. Es wird aber betont, dass es sich um das Modelljahr 2025 handelt, also dürfte der Marktstart aller Wahrscheinlichkeit nach 2024 anstehen. Preise nennt der Hersteller ebenfalls noch nicht. Dafür kündigen die Amerikaner bereits an, dass mit dem Ram 1500 REV XR ein Ableger mit klassenführender Reichweite folgen soll. Interessenten können sich für den 1500 REV seit Februar einen Platz auf der Warteliste sichern. Gegen eine erstattungsfähige Gebühr von 100 US-Dollar nimmt Ram seitdem Reservierungen an. Was haltet ihr vom elektrischen Ram? Wird sich da der ein oder andere Förster drüber freuen? Und was denkt ihr, wird er kosten? Sagt mir das gerne in den Kommentaren. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst mir ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht, auf meinem Instagram- und TikTok-Kanal vorbeizuschauen. Die Links dazu sind in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!